Moin, moin. Hier ein neues Video von der Autobahn, von der neuen Autobahn A44 im Bereich vom von der Anschlussstelle Wommen bis runter zur Anschlussstelle Blinde Mühle. Das heißt ja, die Abfahrt wird sich ja jetzt wird jetzt heißen Sondra Süd. So habe ich es jetzt gelesen. Ich hatte immer gedacht, das heißt nochmal Ulfen, aber nee, es soll Sondra Süd heißen. So, wir fliegen jetzt nochmal in Richtung Brücke. Wie wir hier sehen, ist ja auch schon das erste Mal Gussasphalt aufgezogen. Hier sehen wir die Brücke und unten drunter, da läuft die Bundesstraße Richtung Nendershausen. So, und hier Ende der Brücke, da ist weiterhin noch gar nichts gemacht. Da ist noch Stillstand. Das heißt, ich glaube, dass die Ausschreibung noch gar nicht richtig fertig ist. Und ja, wenn man sich das jetzt so vor Augen hält, wenn das geht bis Sondra West, bis dahin ist ja gar nichts gemacht. Das heißt, da fehlen noch die ganzen Tunnelarbeiten. Die Brücken sind zwar schon fertig, aber also randebauend gehen da noch 6 Jahre hin, bis dieser Streckenabschnitt wirklich mal komplett da befahrbar ist. So schätze ich das mal. So. Jetzt sehen wir die Abfahrt hier. Wie gesagt, die Asphaltierarbeiten, die sind ja schon länger getätigt. Hier, das sieht man die Auffahrt. Und hier kommt dann die Abfahrt und Auffahrt hin. In Richtung Auffahrt in Richtung Eisenach. Ja, Abfahrt, da kommt das nächsten paar Jahre kein Auto. Hier ist noch ein bisschen was drin zu bauen. Ansonsten, das könnte ratzbatz gehen, da wäre das Ding gefertigt. Aber naja. Ja, hier ganz links, das ist, wie gesagt, das ist die Abfahrt. Jetzt fliegen wir über die Brücke Blankenbach. Ja, jetzt ist hier ist auch noch ein bisschen Arbeit. Also hier ist noch nichts mit Asphaltierarbeiten.
Ja, hier sind sie nach Festivik drin. Da nehme ich an, dass sie die Böschung machen, dass das gleich sauber aussieht. Da werden sie noch Rohr verlegen oder Kabel. Das ist auch wieder eine Unterführung hier. Ja, da sind sie noch am Erde verfüllen. Ja. So, jetzt geht's zurück. Hier ist auch unheimlich Erde aufgefüllt worden. Wenn man jetzt das Niveau von der Wiese hier unten sieht, zu der Autobahnhöhe. Da auch der neue Kreisel. Und manchmal habe ich immer gedacht, dass diese Abfahrt nach Nendershausen, dass das nur provisorisch ist, aber die bleibt so. Da ist hier weiter kein Anschluss im Kreisel vorgesehen. Der ist ja auch neu gefertigt worden hier, der Anschluss nach, und das ist die Bundesstraße runter nach Nendershausen oder ja, untergeordnete Straße. Ja, und jetzt springen wir gleich hoch zum Tunnel. Und da ist das neue, der neue Abschnitt. So, wir stehen jetzt hier in der, auf der neuen Bundesstraße, das ist nochmal so ein Art Feldweg, aber der hört hier in dem Wald auf. So, und jetzt kommt die Bundesstraße, die B400. Die ist hier komplett ja neu verlegt worden. Das heißt, die Straße, die alte B400, die war auf dem, auf der jetzigen Trasse von der Autobahn, wo jetzt die Autobahn her, jetzt gebaut wird. Das war früher die alte B400-Trasse. So, jetzt sehen wir hier den Alberbergtunnel. Also die gröbsten Bauarbeiten sind durch. Die große Mischanlage und Silos, die sind schon abgebaut. So, jetzt fliegen wir mal das Stückchen hier über den Wald. Der Tunnel ist im Verhältnis nicht groß, auch nicht lang. Also schon sind wir hier drüben. Und da geht die B400 rechts wieder weg auf die alte Strecke.
So, das war die, dieser große, der große Einschnitt. So, und jetzt, jetzt fliege ich mir runter Richtung Wom. Ja, hier hat die Hangsicherung hier in dem Bereich, die hat auch viel Arbeit gemacht. Schon einmal hier oben, oberhalb von der B400, da wurde alles angedübelt, das heißt Bohrung und Anker gesetzt. Und hier unten, das ist nicht viel anders da gewesen, unterhalb der Bundesstraße. So, und das ist jetzt, wie gesagt, eine Baustelle. Hier rechts liegt auch noch Abraum. Der ist dort aufgearbeitet worden. So, hier ist auch schon eine Ecke asphaltiert. Und hier unten sehen wir auch den Verlauf der alten Bundesstraße. Der alten B400. Das ist hier ein greller Bogen geworden. Das war früher, wie gesagt, weiter drüben auf der jetzigen Autobahntrasse. Das fliegen wir jetzt über die Brücke Langer Grund. Hier links haben die Bauarbeiter übernachtet und ihr Camp gehabt, auf gut Deutsch gesagt. Das ist aber auch schon ein Teil weggeräumt. Wie ich das gesehen habe. Hier ist auch das ein Teil asphaltiert. Ich nehme an, das hat mit ihrer Rechnungsstellung was zu tun, dass sie Abschlagsrechnungen stellen können, wenn so ein Teil asphaltiert ist. Ja. Hier soll auch irgendwo der Fledermaustunnel entstehen. Ob das der hier vorne jetzt war? Das gibt hier eine Brücke. Dann muss das davor gewesen sein, dass das Fledermaustunnel gibt. Ja, wie gesagt, hier ist auch noch richtig schön Baustelle. Da hinten gucken wir schon da ins Thüringische. Im Hintergrund.
Hier sind sie auch noch an der Brücke bauen. So, und da sieht man jetzt schon die Autobahn Richtung Eisenach oder Bad Hersfeld. Die Brücke ist zwar schon gebaut, aber im Großen und Ganzen ist da auch noch nichts Großes gelaufen. Bis hier vorne auf die Abfahrt. Das sind sie am... Ne, das gibt ja die Auffahrt. Die Auffahrt. Das gibt die Auffahrt in Richtung Bad Hersfeld. Ja. Was da so spiegelt, das ist die Werra. Vor uns, das ist Wom. Ja, das ist die Autobahnbrücke. Und da muss eigentlich auch noch alles gebaut werden. Da die Werra wieder. Wie die sich da so hinschlängelt. Ja, wenn man das so sieht, ist doch eine schöne landschaftliche Geschichte da. Sicher, wenn man jetzt so die Autobahn sieht, was das für ein Aufwand und was die da Natur kaputt macht. Aber ich glaube, wenn das hinterher alles wieder begrünt ist und bei Jahresend hin, dass die Bäume wachsen wieder und die da neben der Autobahn gepflanzt werden, wie das hier unten in Sondra schon ist, dann fügt die sich eigentlich oder bestimmt einigermaßen ein in dieses Landschaftsbild. Das sieht wirklich jetzt brutal aus, aber ich kann mir vorstellen, dass das nachher da schon irgendwie hinpassen wird. Ja. Und jetzt sieht man das mal, wie lang nur diese Ecke ist, bis hoch an den Alberbergtunnel. Das ist ja dann der Eingang vom Alberbergtunnel, was man da hinten am Horizont sieht. Ja, hier wird noch eine etliche Zeit vergehen, bis man hier fahren kann. Ja, das ist hier die Brücke und das ist der Fledermaustunnel. Und auch wieder Landwirtschaft, die zu nutzen. Rechts dieser aufgeschüttete Rhein, der fällt ja nachher weg. Das ist hier jetzt nur die Behelfsbaustellenstraße.
Ja, das Helle da am rechten Bildrand, das, wie gesagt, das war das Camp oder ist noch das Camp. Aber diese Verlegung der B400, das war da schon ein Akt. Wenn man das überlegt, da, das ist komplett aus dem Felsen gebaggert. Also, da ist auf diesem kurzen Stück, da ist schon mächtig Erdarbeiten, waren da schon im Gange. Ja. Früher war die ja dreispurig. Das heißt, es ging ja hier zweispurig einen Berg hoch, damit dass man mal den LKW überholen konnte. Sonst hat man ja keine Möglichkeit gehabt mehr bis runter Sondra. Ja, wie gesagt, das ist links hier Abraum. Ich weiß nicht, ob der aus dem Tunnel jetzt. Das kann möglich sein, dass alles aus dem Tunnel ist. Da haben die gleich die Brecher und bringen das da auf Größe, dass es zum Verfüllen wieder genommen werden kann. Die Struktur von dem Felsen so sieht, links und auch rechts. Und diese, wie gesagt, die hellen Punkte da in den Hängen, das sind die Anker, die Befestigungsanker. Wo das angefangen hat mit der ersten Röhre, da konnte man sich das gar nicht vorstellen, dass da noch eine Röhre hinpassen soll. Also, dass die linke, ja genau, von jetzt, die linke Röhre, das war die erste Röhre, die sie gesetzt haben. Da haben sie gesagt, wie sollen da jetzt noch eine Röhre hinpassen? Aber sie haben es hingekriegt. Und auch wie Dichte, dass die B400 und die neue oben dabei hinläuft, dass das alles so gesichert ist, dass das alles hält. Naja, die werden es hoffentlich alles richtig berechnet haben. So. Oh ja, das hier sieht man den Felsen. Das war richtig hartes Gestein, was da rausgekommen ist. Ja. Das ist so eine Behelfsstraße. Wahrscheinlich wird die da mal durch den Wald getrieben, dass man da in den Wald fahren kann. Und hier unten ist es ja das Gleiche. Die hört dort auch auf. So, jetzt hier im Anschluss, da kommt noch mal ein bisschen Kartenmaterial, dass man dann noch mal sieht, wo wir eigentlich waren. So, hier ist Sondra, da wo der Pfeil los, da ist jetzt die Autobahn im Bau.
Davor ist dann noch die Brücke. So, Unhausen, Nesselröden, Herleshausen, da geht sie drauf. Gut, bis demnächst mit einem neuen Video. Danke.